Hallo, in diesem Videotutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie das Wasserzeichen aus Windows 7 ganz einfach wegbekommen. Das Wasserzeichen zur Erklärung ist diese Schrift hier unten, wo steht, dass Sie eine Evaluierungskopie von Windows 7 benutzen. Dazu gehen Sie auf Ihren Standardbrowser. Wir brauchen dazu nämlich ein Programm, das diesen Job übernimmt. Und wir suchen einfach nach Windows 7 Water Mark Remover. Suchen wir einfach nach dem Chip EU. Ist am zuverlässigsten. Gehen wir auf Jetzt downloaden. Software jetzt downloaden. Speichern die ganze Geschichte ab und entpacken. Okay. Öffnen wir den Ordner, gehen wir rein. Nun müssen wir unsere Architektur unseres Prozessors raussuchen. Bei 32-Bit ist das der x86. Wählen wir diesen nun an und als Administrator ausführen. Okay. Klicken wir auf Yes. Können wir das beenden? Und nun sollte nach einem Neustart die Evaluierungskopie hier nicht mehr erscheinen. Starten wir also neu. Okay, wie Sie sehen, ist es erfolgreich entfernt worden. Jedoch, falls es bei Ihnen nicht geklappt hat, einfach nochmal in den Ordner gehen, das Programm nochmal ausführen und statt Y, also für Yes, einfach R eingeben. Okay.